Warum hat die AfD eine aktuelle Debatte zum Thema Tafeln auf die Tagesordnung setzen lassen? Ja, die Entscheidung der Tafel in Essen, vorübergehend nur noch Deutsche zu bedienen, hat ja eine riesige Debatte ausgelöst in unserem Land. Und diese Debatte hat ein Schlaglicht geworfen auf die sozialen Verwerfungen, die wir inzwischen haben. Wir mussten feststellen, in Deutschland gibt es inzwischen über 900 Tafeln. Unter der Regierungszeit von Frau Merkel hat sich die Anzahl der Tafeln in Deutschland verdoppelt. Die Tafeln fangen inzwischen ein großes Stück weit das auf, was die Regierung versäumt hat, nämlich für funktionierende soziale Netze zu sorgen. Und jetzt drängen natürlich die Gäste der Merkel-CDU dreist in diese Tafeln hinein, verdrängen deutsche Bedürftige, oftmals alte Menschen oder Mütter mit Kindern, mit einer zum Teil Gewalttätigkeit, die erschrecken lässt. Und natürlich ist es dann verständlich, dass Betreiber von solchen Tafeln sagen, nein, ich möchte, dass ich hier die wirklich Bedürftigen bediene, ich möchte, dass es in meinem Betrieb gewaltfrei zugeht, und so eine Entscheidung ist dann mehr als nachvollziehbar. Und ich empfinde es als eine besondere Dreistigkeit, wenn Politiker, die sowohl die sozialen Missstände in unserem Land als auch die ungezügelte Einwanderung von Armutsmigranten aus aller Welt zu verantworten haben, jetzt hingehen und mit moralischen Belehrungen Ehrenamtliche, die ihre Freizeit opfern, um den Ärmsten zu helfen, in eine bestimmte politische Richtung lenken wollen und ihnen Vorschriften machen. Was fordert die AfD beim Breitbandausbau? Von den fast 1,6 Milliarden Euro, die in Deutschland für Breitbandausbau zur Verfügung stehen, wurden 2015 bis 2017 gerade einmal 27,7 Millionen Euro abgerufen. Ein Grund dafür ist, dass viele Kommunen, also Finanzschwalbkommunen, sich einen Eigenanteil von 10% nicht leisten können. Deshalb forderten wir bereits im letzten Jahr eine 100% Förderung für Finanzschwalbkommunen. Der Herr Kretschmer hat das Problem erkannt und zieht zurzeit durchs Land und verspricht 100% Förderung für finanzschwache Kommunen. Besser spät als nie, Sie sehen, die AfD wirkt. Warum hat die AfD in Görlitz demonstriert? Am letzten Sonnabend rief die AfD zu einer Demonstration nach Görlitz unter dem Motto Zukunft Lausitz, Arbeitsplätze sichern. Die Lausitz ist nicht nur eine strukturschwache Region, die in den letzten Jahren von der CDU-Regierung stark vernachlässigt wurde. Sie ist auch eine Region, die aktuell von Unternehmensschließungen in Größenordnung bedroht ist. Nicht nur die Braunkohleindustrie wird Arbeitsplätze verlieren, sondern auch Unternehmen wie Bombardier und Siemens, die viele tausende Beschäftigte in Görlitz haben, planen Unternehmensschließungen, Unternehmensverlagerungen an andere Standorte. Das ist die Folge einer wirtschaftsfeindlichen Politik der CDU. Und da nenne ich als erstes die Klimapolitik. Die Klimapolitik führt nicht nur dazu, dass die Braunkohleindustrie keine Zukunft mehr hat. Nein, sie führt auch dazu, dass Unternehmen wie Siemens in Deutschland keinen Markt mehr für Großturbinen sehen. Und es ist eine Politik, die die Globalisierung gutheißt, die es Unternehmen wie Bombardier eben möglich macht, problemlos einen Standort von Görlitz nach Polen oder nach China zu verlagern. Wir als AfD, wir wollen, dass Unternehmen Anreize haben, in Deutschland zu bleiben. Und dazu gehört vor allen Dingen eine unternehmens- und wirtschaftsfreundliche Klimapolitik, eine unternehmens- und wirtschaftsfreundliche Mobilitätspolitik. Und vielleicht gehört dazu auch, dass wir, so wie Donald Trump in Amerika, America first sagt, dass wir in Deutschland sagen, Deutschland zuerst. Welche Probleme gibt es bei den Berufsabschlüssen ausländischer Ärzte? Eine Anfrage unserer Fraktion ergab, dass Approbationsverfahren für Ärzte aus Drittstaaten besteht in Sachsen aus einer sogenannten Gleichwertigkeitsprüfung. Prüfungsbestandteil sind Zeugnisse, Berufserfahrung und eine Kenntnisprüfung. Bei dieser Form der Anerkennung besteht das Risiko, dass falsche Diplome und Arbeitszeugnisse vorgelegt werden. In anderen Bundesländern kam es bereits zu Fehlbehandlungen, sogar zu einer fahrlässigen Tötung durch unqualifizierte ausländische Ärzte. Um solche Risiken auszuschließen, fordert die AfD-Fraktion, jeder Arzt muss eine Prüfung auf deutschem Niveau ablegen, nämlich das erste und zweite Staatsexamen. Wie bewerten Sie die aktuelle Dieseldebatte? Auf Antrag von CDU und SPD, den Regierungsparteien hier in Sachsen, führten wir heute im Landtag eine Debatte zum Thema Dieselfahrverbote. Und ich muss ganz klar sagen, weder die CDU noch die SPD wollen die Fahrverbote wirklich verhindern. Und sie wollen auch nicht die schleichende Enteignung von Fahrzeugeigentümern verhindern.
Denn obwohl die Grenzwerte, an denen sich die ganze Debatte und das Urteil entlanghangeln, von führenden und honorischen Wissenschaftlern in Frage gestellt werden, traut sich die Politik an diese Grenzwerte nicht heran. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe, ein Verein, lobbyfinanziert, zum Teil von Toyota, mit ganzen 200 Mitgliedern. Wer hat diesem Verein das Klagerecht in Deutschland eingeräumt? Es waren die Altparteien, es waren CDU, SPD und die Grünen. Und wer hat diese zweifelhaften Grenzwerte denn beschlossen? Es war nicht die EU, nein, es waren die EU-Parlamentarier von CDU, SPD und FDP im EU-Parlament. Wer stellt denn die Messstationen zur Ermittlung dieser Grenzwertüberschreitungen auch hier in Sachsen unmittelbar an die am stärksten befahrenen Straßen und unmittelbar an den Straßenrand, obwohl die EU-Vorschriften das überhaupt nicht fordern? Es sind wieder CDU und SPD, die hier in der Regierung sind. Eine wirklich verantwortungsvolle Regierung, der es darum ginge, dass keine Fahrverbote entstehen, der es darum ginge, dass die Bürger eben nicht kalt enteignet werden über Neufahrzeugkäufe. So eine Regierung würde die Messstationen so platzieren, wie es die EU vorschreibt, nämlich mit einem Abstand zur Straße, und sie würde aufgrund der Hinweise der Wissenschaft die EU-Rahmenrichtlinie Außenluft außer Kraft setzen, so lange, bis die Schädlichkeit der Grenzwerte wirklich wissenschaftlich untersetzt ist. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu. Bis nächste Woche.